A3.2. Ergänzen Sie die Wertetabelle auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Zeichnen Sie sodann den Graphen zu f in das Koordinatensystem. Also hier soll diese Wertetabelle vervollständigt werden und ganz wichtig, immer gut durchlesen, auf wie viele Stellen gerundet werden soll. Hier ist es jetzt auf eine Stelle nach dem Komma. Das funktioniert im Prinzip ganz einfach. Ich nehme einfach die entsprechende x-Werte und setze in meine Funktionsgleichung für x ein und berechne den dazugehörigen Funktionswert. Also für x gleich 0 in diesem Fall ergäbe sich 15,5 mal, gut, eine Zahl hoch 0 ist immer 1, also nichts anderes als der Startwert. Für die nächste Zahl müsste ich für x gleich 5 einsetzen. Das braucht jetzt allerdings recht lange, wenn man das von Hand ausrechnet. Deswegen würde ich als Zeitersparnis empfehlen, hier tatsächlich den Taschenrechner zu verwenden, mit Hilfe der Tabellenfunktion. Ich nehme meinen Taschenrechner, gehe auf y ist gleich, tippe hier jetzt meine Funktionsgleichung ein. Und gehe jetzt auf Table. Da gibt uns der Taschenrechner schon entsprechende Werte vor. Da ich allerdings sehr große x haben werde, muss ich mich entweder ein bisschen durchdrücken mit der Taste nach unten oder ich kann auch den Taschenrechner dementsprechend einstellen über die Table Settings, dass ich zum Beispiel den Input auf User umstelle und dann kann ich meine entsprechenden Werte eingeben. Andere Möglichkeit, Table Step auf 5 stellen, dann hat man die entsprechenden Abschnitte schon. Ich gehe jetzt auf User. Dann nochmal ein Klick auf Table und jetzt kann ich meine Werte eingeben. Ich will für 15, 15, 20, 25 und 30 die entsprechenden Werte haben. Also tippe ich die ein. Und kann jetzt hier dementsprechend meine Funktionswerte dazu auslesen. Die trage ich jetzt einfach noch in die Tabelle ein und nicht vergessen, auf eine Stelle nach dem Komma zu runden. Dann kriegen wir die Werte von 18,4, bei 10 21,9, bei 15 26,0, bei 20 30,8, bei 25 36,6, und bei 30 43,5. So, jetzt heißt es weiter, zeichnen Sie sodann den Graphen zu f in das Koordinatensystem ein. Das ist auch sehr einfach. Ich nehme einfach hier diese Zahlenpaare als Punktkoordinaten und zeichne sie hier ein. Also 0, 15,5, 5, 18,4, dann 10, 21,9. 15, 26, dann 20, 30,8, 25, 36,6 und 30 auf 43,5. Jetzt verbinde ich noch so schön wie möglich. Und erhalte dann so eine Kurve.